Fundament einer funktionierenden Gesellschaft. Sauberkeit macht unsere Umgebung lebenswert. Um sie professionell herstellen zu können, müssen angehende Fachkräfte eine Reinigungsakademie absolvieren. So wie etwa jener hier in Wien. Etwa 1000 Menschen durchlaufen hier die verschiedenen Schulungen Jahr für Jahr. Und deshalb sind hier nicht nur verschiedene Böden, sondern auch unterschiedlichste Lebenswelten nachgebildet. Etwa ein luxuriöser Wellnessbereich mit allem Pipapo. Oder ein Hotelzimmer. Christoph Guserl ist der Chef hier. In der eigens und natürlich originalgetreu nachgebauten U-Bahn im ersten Stock der Akademie zeigt er uns, mit welchen Herausforderungen künftige Absolventen bei ihrer Abschlussprüfung rechnen müssen. Um ordentlich üben zu können und für die Prüfung das Ganze vorzubereiten, versuchen wir realitätsnah zu verschmutzen mit Graffiti-Sprays, mit Fingerfarbe, mit Kaugummi auf den Sitzen, sodass dann die Kursteilnehmer bzw. Prüflinge dann auch ordentlich was zu tun haben. Wollen wir Sie nicht länger aufhalten? Was simulieren Sie da jetzt? Das ist ein Graffiti, ist normaler Vandalismus, der auch in der Wiener Linie noch so vorkommt, wo man dann auch dementsprechend das passende Reinigungsmittel, das heißt in dem Fall ein Lösemittel, benötigt, um eben den Lack wieder wegzubekommen. Wir arbeiten auch sehr gerne mit Fingerfarbe, prinzipiell eine wasserlösliche Verschmutzung, wo man dann nicht, wo es nicht die große Herausforderung ist, das wegzureinigen. Aber natürlich verstecken wir auch dementsprechend die Verschmutzungen, dass die Kursteilnehmer und die Prüflinge dann auch ein bisschen nach dem Schmutz suchen müssen. Im wirklichen Leben seien öffentliche Verkehrsmittel oft an noch viel unzugänglicheren Stellen verschmutzt, sagt Herr Guserl. Auch die Grobschmutzentfernung gehört dazu. Da verwenden wir eben Papierschnipsel, Blumenerde und verschiedene Lebensmittel. Im Berufsbild steht auch drin die Verkehrsmittelreinigung und wo soll man oder wo kann man die trainieren? Man kann nicht zu den Wiener Linien gehen und sagen, packt mir einen U-Bahn-Waggon. Da vielleicht in der Nacht von 0 bis 4 in der Früh, wenn sie nicht fahren. Und deswegen haben wir eben versucht, das hier nachzustellen. Und bei den Prüfungen wird es dementsprechend so verschmutzt, dass es Action ist. 9 Monate dauert die Ausbildung zum Reinigungstechniker bzw. zur Reinigungstechnikerin. Gabriele Saas steht kurz vor ihrer Abschlussprüfung. Unter anderem muss sie etwa lernen, einen Reinigungseinsatz, also Personal- und Materialaufwand, korrekt zu kalkulieren. Warum haben Sie sich für die Gebäudereinigungsakademie entschieden? Das war für mich eine große Herausforderung. Also ich habe Chemie im Gymnasium gelernt und naja, ich mag diesen Bereich sozusagen, ja, zum Arbeiten. Ich möchte als Objektleiterin arbeiten und naja. Viel Lernaufwand bedeutet es, sich im Dschungel der unzähligen Reinigungschemikalien zurechtzufinden. Mit dem falschen Mittel lassen sich gewisse Verschmutzungen erst gar nicht wegputzen, sagt sie. Und zudem müssen viele der Profireiniger auch noch richtig verdünnt werden. Sie hätte sich nicht gedacht, dass sie so viel lernen müsse, sagt Frau Gabriela. Also Chemie, welche Reinigungsmittel, richtige Reinigungsmittel verwenden und naja, auf welchem Boden zum Beispiel, harte Boden, wie kann man das auch reinigen oder Grund reinigen? Und was werden Sie so verdienen, was vermuten Sie? Was vermute ich? Keine Ahnung, wahrscheinlich
1.800. Ist das okay? Gut. Um Jobangebote wird sich Gabriela keine Sorgen machen müssen. Wie in so vielen Branchen, so herrscht auch im Reinigungsgeschäft Personalmangel. Dies werde künftig wohl auch nicht besser werden, meint Herr Gusel. Das liege auch daran, dass die Arbeit als Reinigungskraft nicht unbedingt als sexy betrachtet werden, sagt er. Mehr Wertschätzung gegenüber Menschen, die diese notwendige Arbeit erledigen, wäre dabei schon sehr hilfreich. Im Zuge der Corona-Pandemie hat man eben gesehen, dass die Reinigung doch wichtig ist. Die Reinigungsmitarbeiter sind aber doch hinter den Kassierinnen im Supermarkt gekommen, obwohl eben die Sauberkeit und Hygiene in der Pandemiephase was ganz was Entscheidendes war.